Essen ist fertig. Ja, ja, ich komme. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Das ist ihre Schuld. Alles ihre Schuld. Ich werde sie zeigen. Ich werde ihr eine Lektion erteilen. Das hat sie verdient. Erst muss ich noch mal ziehen. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder ist etwas wie letztes Mal. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte Familie. Aber nein! Ihr war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Oh, die kleine Mistkarte! Oh, es ist alles ihre Schuld! Ich werde ihr Respekt beibringen! Eine verdammte Lektion.
zu deinem Besten. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was zur Hölle soll das? Los, verbiss dich und zwar sofort. Verstanden? Nein. Lassen Sie Alice sofort in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein. Du bist ein verdammter Klumpen Plastik. Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Vorsicht, Kara! Komm her, Miststück. Alice, kleine.